Ja, moin zusammen und willkommen zurück zu Röki. Da sind wir wieder und wir haben Dinge zu erkundschaften. Also, nur mal los. Was haben wir denn hier? Da ist nichts. Komische Bilder. Irgendwas im Journal. Ja. Okay. Was ist hier geschehen? Ist das ein riesiger Handabdruck? Er stammt nicht von einem Menschen. Und der Boden wurde erst vor kurzem aufgegraben. Oh, warte mal, hatten wir nicht schon eine Stelle zum Graben? Aber wir haben, glaube ich. Nee, ich glaube nicht, dass das zum Graben geeignet ist. Nein, das möchte ich nicht durchschneiden. Und der Hammer wird wohl auch kaum dafür nötig. Nee, nichts passiert. Okay, alles klar. Ich glaube, aber was? Nun, was auch immer es ist, wie ich denke, wir werden es noch herausfinden. Ha, hier ist eine von diesen komischen Wurzeln. Warte mal, kann ich da dran rumfummeln oder ist das egal, wenn die nicht gerade einen Eingang versperren? Nein, ist es egal. Gut, aber warte, nee, ist okay. So, hier, guck mal. Neues Gebiet, ne? Neues Gebiet, neuer Bereich. Okay. Na, dann mal zu. Okay. Aber überall wächst dieses komische Zeug. Ah. Zur Seite kommen wir nicht weg. Was haben wir denn hier? Guck mal, das ist wieder so ein Platz, wie wir eben im großen Baum gesehen haben. Okay, ich schaue es mal hier an der Seite. Was ist da? Oh nein, was ist da gerade passiert? Hat sich dieser Pilz gerade bewegt? Es wirkt so, als hätte er auf meine Anwesenheit reagiert. Das ist unmöglich, oder? Und da ist ja Frosch. Es gibt keinen Weg auf die andere Seite und ich werde sicher nicht durch dieses Zeug schwimmen. Aber hey, da ist ein Froggy. Hey. Hey, Kleiner, lebst du hier? In der Tat, jeder Krokling braucht seinen eigenen Teich. Das ist mein Recht. Ich werde nicht zurückgehen. Nicht so. Das verstehe ich nicht. Ich wollte bloß fragen, ob hier irgendwelche Jötner in der Nähe sind. Jötner? Darüber weiß ich leider nichts. Bitte, lass mich in Ruhe. Okay, wir haben einen Kumpel von dir getroffen und ich glaube, dieser. Hallo? Keine Chance, nicht mit all diesen Stacheln. Oh, warte mal, da ist auch noch was. Nett, meine Lieblingslarvenhülle für mein. Was? Okay, gut, Hammer, cool. Aber können wir hier irgendwas. Nein, das nicht. Nein, da. Ich glaube, ich muss noch mal tatsächlich noch mal zu dem Friedhof zurückgehen. Ne? Irgendwie scheint mir, dass wir das da irgendwo brauchen. Ich möchte das nicht durchschneiden. Warte, so. Nee, ich hatte wirklich gehofft, dass es würde etwas bewirken. Okay, gut, scheint noch nicht angesagt zu sein, ne? Hallo? Okay, so. Also es lässt mich nicht durch, ne? Solange ich da. Ja, jetzt würde es mich sehen können. Okay, ich muss es irgendwie verhängen oder so, verhüllen. Guck mal, da ist auch mit verhüllen. Lass mich raten, da komme ich auch nicht durch. Ja, okay, alles klar. Gut, was sonst noch? Da haben wir nichts. Doch, hier haben wir auch noch. Was haben wir denn? Das gibt's doch nicht. Dieser Pilz ist ja riesig. Wie bist du denn so groß geworden? Gut, hier kommen wir noch nicht weiter, ne? Was ist das da? Einige Runen. Anscheinend lassen sie sich drehen. Was? Moment. Ich meine, ich wollte sagen, wie bitte? Okay, aber ich weiß noch nicht wie. Okay, das scheint richtig. Der hier ist aber falsch. Nee, nochmal bitte. Okay, so müsste der richtig sein. Hat noch nichts gebracht. Muss das B möglicherweise in die andere Richtung zeigen? Okay, das war's nicht. Cool. Ja, oh, doch, irgendwas passiert. Okay. Ja. Haben wir das schon gesehen? Hier vorne waren irgendwo auch noch Runen, ne?
Warte, 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 hier nicht. Da habe ich schon welche gesehen. Guck mal, und durch Zufall die richtigen. Ja, okay. Naja, gut. Ja, okay. Nee, alles gut. Alles cool. Das war, ich habe es gewusst, dass das so gehört. Hier ist nichts. Okay, da geht's runter. Lass mal gucken, ob es hier noch was anderes gibt. Es wird gerade ein bisschen unscharf hier. Oh, ja, aber sehr, sehr gerne. Warte mal. So nicht, Baby. So nicht. Oh, ich werde versuchen, dich zu befreien. Ting. Okay. Kurzes Zucken und... So, das ist besser, oder? Armer Wegform. Er scheint dringend Hilfe zu brauchen. Ich sollte mich nach Raben umsehen. Ah, die seine Wurzeln angreifen. Ja, hier vorne. So, jetzt aber, ne? Ah, danke, Kleiner. Wir wissen nicht, was in letzter Zeit mit diesem Wald geschehen ist. Aber es kann nichts Gutes gewesen sein. Ja, hier geht definitiv etwas Seltsames vor sich. Geht es dir jetzt besser? Der große Mutterbaum hat mich geschickt, um... nee, sie spricht das. Der große Mutterbaum hat mich geschickt, um dich zu finden. Ja, wir sind in Ordnung. Das können wir von den anderen Waldbewohnern aber nicht behaupten. Wir können die Wurzelzwerge spüren. Wurzelwege, wie sie sich verbinden. Okay, gleich. Na, drückst du noch? Jetzt hat es funktioniert. Cool. Da ist bedauerlicherweise... Ja, wir sind wieder mit der großen Mutter verbunden. Ja, aber das ist dasselbe Zeichen oben drüber. Woher soll ich denn wissen, wo wir dann jeweils landen? Du hast uns wirklich einen großen Gefallen getan. Unsere Wurzelwege sind deine Wurzelwege. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Finde ich auch gut. So, ist hier noch irgendwas? Nee, hier ist nichts. Dann lass uns doch mal da runtergehen, ne? Weil viel mehr können wir ja sowieso gerade nicht machen. Okay, ein Labor. Okay, das ist aber wild. Und wieso ist hier noch Feuer? Das sind Wahrsagesteine. Was? Das kommt in die Sammlung. Ach so, okay. Cool. Was ist hier? Da ist auch noch was. Eine Schaufel, endlich. Ich bin sicher, dass eine Kelle nützlich wäre. Allerdings, dann können wir endlich ein paar Sachen ausgraben. Okay, hier ist nichts. Das bewegt sich von allein. Was ist das? Ein leeres Glas. Cool. Es macht dir Spaß, meine Sachen wegzunehmen, oder? Oh, wer ist da? Höre ich jetzt schon Geister? Höchstens dein Gewissen. Es tut mir leid, wo, wer auch immer du bist. Ich versuche nur, meinen Bruder zu finden. Und das rechtfertigt Diebstahl? Nein, aber da war ein Monster, das ihn entführt hat. Und es gibt Trolle und Bäume mit Augen und... Ich soll ein paar Wächter finden, damit sie mir helfen. Hast du gerade Wächter gesagt? Die Jötner? Ja, weißt du, wo sie sind? Du bist also das Mädchen, über das der Wald spricht. Was? Der Wald spricht? Ja, ich glaube, ich kann dir helfen. Wirklich? Vielleicht, aber hier ist dunkle Magie am Werk. Die Bewohner des Waldes haben Angst. Wir stecken uns natürlich. Also, was können wir machen? Ich werde dir helfen, wenn du uns hilfst. Zuerst müssen wir sicherstellen, dass du unbemerkt bleibst. Ich werde eine mächtige Maske für dich anfertigen. Du musst die Zutaten besorgen. Okay, wenn das hilft, was brauchst denn du? Die Essenz. Ach, ich schreibe dir einfach eine Liste. Okay. So. Da ist sie. Okay. Hier, bring die Zutaten einfach zu meinem Kessel. Du kannst jederzeit vorbeikommen und die Liste ansehen. Danke, das mache ich. Okay, was sollen wir denn finden? Eine Maske, damit wir auch an den Augen vorbeikommen, ne? Okay, was brauche ich? Der erste Gegenstand ist der Schädel eines Widders. Was? Ein ziemlich morbider Anfang. Der dir dann zwei Natama-Parasiten. Was? Albtraum-Parasiten? Das klingt gar nicht gut.
Nein, das sind widerliche Kreaturen, die von der dunklen Energie verdorben wurden. Sie laben sich an der Kraft ihrer Wirte und verleihen ihnen im Gegenzug seltsame Visionen. Du wirst sie erkennen, wenn du ihnen begegnest. Okay, zu guter Letzt brauche ich Haare von einer bärtigen Kroke. Ah ja, das könnte schwierig werden. Du solltest dich in der Nähe von Gewässern umsehen. Bei Teichen, Seen, Becken oder ähnlichem. Und die Haare werden irgendwo rumliegen? Das bezweifle ich. Du brauchst vielleicht ein Druckmittel. Oh, das klingt verdächtig. Warum sehe ich dich ein? Erinnere sie einfach an ihre Söhne. Biete ihnen ihr deine Hilfe an. Okay, ich habe verstanden. Glaube ich. Okay, wir haben ja schon eine gesehen. Gibt es denn hier noch mehr? Er blubbert fröhlich vor sich hin. No. Mehr haben wir hier nicht, ne? Nee. Gut, dann gehen wir mal wieder nach draußen. Wir haben ja schon eine gefunden. Ah, wenn ich mich noch erinnern würde, da war doch irgendwas vergraben. Nicht hier. Da komme ich nicht durch, ne? Nein, da komme ich natürlich nicht durch. Okay, hier, so. Deine Söhne. Genießt du immer noch deinen sumpfigen Teich? Ganz recht. Ich will ihn nie mehr weg. Erinnere sie an Söhne. Okay, da kommt aber nichts Neues bei raus, ne? Okay, habe ich irgendwas am... Nee, ich habe gar nichts am Start. Ich glaube kaum, dass das Buch hier dafür gut sein wird, ne? Nee, ich möchte es nicht zerstören. Okay. Gut, ja, na dann... Es gilt erstmal ein paar Rätsel zu lösen, bevor wir hier jetzt weiterkommen. Fangen wir mal damit an. Hier war doch irgendwo etwas vergraben. Hier vorne, glaube ich, ne? Ja, hier. So, da sollten wir doch, Moment, graben können. Nein, nicht das. Ja, ja, das ist ganz wunderbar. Aber ich möchte das hier. Stell dir vor, hier wäre ein Schatz vergraben. Aber wir hatten noch eine zweite Stelle. Oh, es ist sogar ein Schatz. Was ist das? Ein richtiger Schatz. Mir gehört für ein Vermögen an alten, geheimnisvollen Münzen. Wer es findet, dem gehört's. Ja. Warte mal, es sind tatsächlich Münzen. Erinnere sie an ihre Söhne. Hat das was zu bedeuten? Ich glaube kaum, ne? Ich denke nicht, dass das mit Münzen zusammenhängen wird, oder? Wahrscheinlich irgendwie nicht. Ich probiere es mal, aber puh. So, hier. Okay. So. Ich glaube kaum, dass das irgendeine Bedeutung hat. Und... Nein, ich weiß nicht, was mich erwartet. Okay, gut. Wisst ihr was? Dann sorgen wir doch mal dafür. Dann gehen wir doch mal durch diesen Baum. Das wird unsere erste Reise durch den Baum. Zack. So. Okay. Klar. Ah ja, okay. Ich verstehe. Das ist also... ein Gebiet haben wir noch. Das ist also dieser Ort, Burg, Labor. Das ist ein Mühlenrad, ne? Und hier, nun, wir werden es schon herausfinden. Ja, die Frage ist nur, es war doch noch irgendwo was vergraben. Ich habe allerdings keine Erinnerung mehr, wo. Und auf den Friedhof müssten wir auch nochmal gehen. War das hier? Nee. Nee. Aber vielleicht können wir den ja freikaufen. Wie wäre das denn? So, könnte das funktionieren? Wohl kaum, ne? Nö, nichts passiert. Okay, gut. Dann gehe ich auf die andere Seite. Okay, schon gut. Hier also nicht. Warte mal, was hatten wir hier noch? Da kam der Rauch heraus. Ja, aber da wüsste ich nicht, was wir damit machen sollten.
Und hier. Ach, da geht's nicht rüber. Stimmt, das war die Geschichte. Aber es waren doch noch. Wo war denn das? War das auf dem Friedhof? Ich bin nicht sicher. Nun, da müssen wir ja eh hin. Aber war da nicht. Oh. War da nicht auch noch ein. Waren da nicht auch noch diese Ranken? Oh, guck mal, jetzt ist das zu. Oder hatten wir das noch gar nicht geöffnet? Ah, ich denke, das hatten wir noch gar nicht geöffnet, ne? Da gehen wir mal hin. So, und was hat es mit diesen Statuen auf sich? Ja. Die hier Statuen vor diesem Schlossort, irgendwas, die konnten wir nicht. Also, okay, du bist hier. Ah, wir können die Umarmung unserer Mutter wieder fühlen. Schnee, das klingt gut. Du hast uns einen großen Dienst erwiesen, Kind. Unsere Mutter hat die Wurzelwege für dich geöffnet. Hast du immer noch vor, die verschwundenen Wächter zu finden? Na klar. Ich muss meinen Bruder finden. Ich habe versprochen, mich um ihn zu kümmern. Wir werden dir ein Versprechen geben. Wir werden dich bei deiner Suche unterstützen und dir helfen, wo wir können. Oh, danke. Danke dir, Tove. Dank dir, Tove, können wir jetzt unsere Augen öffnen. Ihr habt mehrere Augen? Wir haben überall im Wald Augen. Könnt ihr Lars sehen? Du bist das einzige Kind im Wald. Und die Wächter, könnt ihr sie sehen? Leider nicht, aber je mehr Wurzelwege du öffnest, desto mehr werden wir sehen. Ah, früher konnte man die Schritte der Wächter im gesamten Reich spüren. Doch jetzt halt nur noch das Picken der Raben durch den Wald. Vielleicht kannst du die Wächter zu uns allen zurückbringen. Ich werde sie finden. Schließlich hilft mir jetzt. Das wird nicht ausreichen. Du wirst auch die Hilfe von anderen brauchen. Ich habe schon sowas gehört, gesehen. So, hier. Ich bin mir nicht sicher. War das hier? Nee, hier war, stand. Doch, da steht der Baum. Da, ne? Guck mal. Hier. Oh nee, der Baum ist jetzt auch offen. Okay. Der ist offen. Das ist super. So, okay, gibt es irgendeinen Hinweis von mit diesem Buch? Es ist ein Punkt da drauf. Ein Fahrregister. Seit dem 18. Jahrhundert. Ich erkenne keine Verbindung. Ich könnte es jetzt natürlich auch einfach ausprobieren. Nee, ich denke, es hat irgendwas mit dem Punkt da drauf zu tun, ne? Warte mal. Hier draußen nicht. Hier nicht. Da auch nicht hier drin. Hier gibt es auch keinen Punkt. Ach, hier, warte mal. Hier ist noch was zum Graben. Ausgezeichnet. So. Dann werde ich mich mal umsehen. Okay. Gepackt. Oh, vergrabene Schätze sind wohl immer so schmutzig. Okay. Ich frage mich, wer diese gemusterte Scheibe hier vergraben hat. Was? Warte, 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 lass mal gucken. Okay, eine gemusterte Scheibe mit funkelnden Juwelen. Haben wir sowas schon gesehen? Ich bin nicht sicher. Na gut, aber wo wir schon mal hier sind. Nee, da scheint es keine Verbindung zu geben, ne? Nee. Nein. Obwohl, doch, warte mal. Warte, 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 warte. Nein. Oh, wieso komme ich immer wieder da rein? Ja, ist cool. So. Also, hier ist doch ein Dings. An das Dings komme ich aber nicht heran. Aber an dieses Dings komme ich heran. Das Ding hält etwas an Ort und Stelle. Kann ich da den Hammer einsetzen, um diesen Splinter rauszuhauen? Papa. Pass auf deinen Daumen auf, würde Papa jetzt sagen. Das funktioniert tatsächlich. Das hat so geklungen, als wäre eine Statue heruntergefallen. Ach, okay, dann lass mal nachsehen. Da ist eine Statue heruntergefallen. Ich glaube nicht, dass jemand diese Statue vermissen wird. Es ist eine Zutat für diesen Unsichtbarkeitsdings da. Feige Statue. Okay. Keine Ahnung. Nein, keine Ahnung. Wir gehen mal drinnen gucken.
Ich würde das gerne noch mit diesem Fahrbuch in Erfahrung bringen. So, lass mal sehen. Hier. Okay, da ist ein Mond. Guck mal, da ist ein Punkt. Kann ich das schon direkt so machen? Augenblick. Da ist ein Punkt drauf. Ich möchte das nicht zerstören. Okay. Aber es geht ja auch gar nicht um zerstören, sondern um eine Verbindung herstellen. Okay. Das hat nichts damit zu tun. La 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 la. Auch nicht. Und hier hinten war da nicht auch noch was? Nee. Okay, aber wir können hier trotzdem weitermachen, auch wenn es hier nichts mit einer... Was ist das da? Nichts mit den Gräbern zu tun hat. Das ist gar nichts. Okay, Moment. Hier. Da konntest du, glaube ich, nur gucken, ne? Es gäbe es darunter einen Raum. Ich verstehe. Ja, ich habe eine Idee. Aber lass uns erstmal hier gucken. Da ist gar nichts. Ja, wir müssen die Glocke runterschubsen, ne? Und die Glocke durchschlägt das Ganze. Dann kann das sein. No. Ja, warte. Jetzt. So. Das könnte jetzt laut werden. Oh, oh. Ich hoffe, es geht nicht zu viel kaputt. Ah, warte mal. Wir haben doch das Schwert. So. Und dann hier. Ja. Okay, jetzt ganz sachte. Tut mir leid, Glocke. Du wirst zwar nicht mehr läuten. Ganz sachte. So viel dazu. Aber ich weiß deine Hilfe zu schätzen. Na gut. Okay. Glockenläuter. Okay, wir haben ein Abzeichen bekommen. Cool. Okay. Ja, hätten sie bloß eine Rutsche gebaut. Aber echt. Naja. Ja, geht schon. So hoch ist es ja jetzt auch nicht. Oh, sieh eine an. Yes. Sehen wir mal nach, was da unten ist. Es ist so dunkel. Ich muss tapfer bleiben. Ach. Wow. Was ist das für ein Ort? Eine Gruft. Ich hätte nicht gedacht, dass die Geschichten wahr wären. Guck mal, und da hinten ist ein Bär. Okay, gehen wir mal da hin. Warte mal. Aber da fehlen zwei Symbole. Ich frage mich, was die zu bedeuten haben. Und es ist der Mond daran. Kann ich da irgendwas machen? Dieses Loch ist leer. Ja, da fehlen zwei Symbole. Ein Würfel mit Einbuchtungen. Oh. Ja, anscheinend sollte irgendwas dieses Loch füllen. Warte mal, habe ich den jetzt mitgenommen? Tatsächlich. Okay, warte mal. Wir müssen nochmal nach oben. Und bei dem Mond nachsehen. Wie komme ich denn da wieder hoch? So komme ich da wieder hoch. Bei dem Grab mit dem Mond. Irgendwas, wo eine 3 drin ist. Das war hier vorne. Nee. So, hier so, ne? 1623. Okay, das Symbol eines Mondes, genau. 1623. Okay. Gut, na denn. Okay, so, dich nehmen wir auch mal mit. Und stattdessen hätte ich das gerne, dass die 3 hier hinkommt. Und die 2, 1623, ne? So. Die anderen beiden finden wir schon noch. Da ist aber auch noch eine 3. Ne, das hat nichts zu bedeuten, ne? Gut, was haben wir denn hier noch? Lalala, da ist gar nichts. Hier ist irgendwie auch überraschend gar nichts. Sonst haben wir in diesem Raum nichts, ne? Da geht's nicht lang, hier geht's lang und ich hab's gesehen, nach links geht's auch noch weiter. Ah, guck mal, wieder diese Pilze. Was ist das? Wer waren diese Leute? Das sind alles Gräber?
Guck mal, da ist noch eine von diesen Scheiben. Ach. Anscheinend ist diese gemusterte Scheibe Teil eines Sets. Allerdings. Ich frage mich, wie das Leben damals war. Und hier geht's nicht weiter. Okay. Wir sollten hier also nur diese Scheibe finden. Tja. Ich weiß mit den Gräbern im Moment noch nichts anzufangen. Also. Ja. Dann sehen wir uns hier auf der Seite auch nochmal um. Hier scheint nichts zu sein. So alt. Und hier verdächtig. Verdächtig, verdächtig. Igitt, die Spinnen haben das letzte Jahrhundert ausgetobt. Dahinter befindet sich etwas. Okay, kommen wir mit dem Schwert weiter oder müssen wir uns... Nein. Ja. So. Schwert reicht. Cool. Sehr gut. Okay, und da ist einer der Würfel. Nein, so. Oh, den nehmen wir mit. Ein Steinblock, auf den etwas eingraviert wurde. Cool. So alt, da ist noch etwas. Oh, ein kleiner Tomtehut. Das kommt in meine Sammlung. Okay. So, ist nun die Frage, wo ist denn jetzt der letzte Stein? Hier geht es gar nicht weiter. Ein Stein fehlt uns noch, der mit der 6. Hier scheint aber nichts weiter zu sein, ne? Oder habe ich den hier vorne irgendwo... Nee, habe ich nicht übersehen. Okay. Gut. Hier ist auch scheinbar nichts. Oder? Komme ich da an der Seite lang? Nee, komme ich nicht. Okay, also. Die 1 kommt dort hinein. Lass mal gucken. Ja. 1... Sehr gut. So. Ja. Fehlt allerdings noch die 6, ne? Liegt die hier irgendwo nah bei? Meistens waren ja die... Da ist doch irgendwas. Nee, das ist nichts. Meistens waren doch die Rätselteile nicht so weit entfernt. Oh, warte. Oder muss ich oben... Hätte ich da im Grab was mitnehmen sollen? An der Grabplatte. Hier nicht, nee. Da. Kaldings. Da ist doch das Symbol eines Mondes. Okay, kann ich da irgendwas hiermit anfangen? Ich möchte das Buch nicht zerstören. Okay, aber was ist denn ein Fahrregister? Seit dem 18. Jahrhundert. Aber wofür kann das dann nützlich sein? Keine Ahnung. Für die anderen... Ja, hier liest sie nur vor, ne? Ja. Symbol eines Sterns. Ja, den Stern brauchen wir nicht. Wir brauchen ja den Mond, ne? Gut, ist hier noch etwas? Wo läufst du gerade lang? Ach, da. Okay. Hier ist aber sonst nichts weiter. Hier vorne ging es auch nicht durch, ne? Das hatte ich, glaube ich, schon... Ja, nicht schon ausprobiert. Okay, da ist nichts. Fein. Ja, wie es scheint, kommen wir zumindest im Moment hier nicht weiter. Das ist alles nichts. Oh, warte mal, hat der da drüben vielleicht einen Würfel, den er uns vorher nicht gezeigt hat? Nee, hier komme ich gar nicht mehr ran. Okay. So, und hier drin war nichts weiter. Ne? Hier mussten wir nur rein, um das eine Ding auszugraben. Und... das sieht nicht danach aus. Und diesen Kopf abzumontieren. Okay, gut, okay. Fein, dann verlassen wir den Friedhof mal eben wieder. So. Weil ich glaube, da war doch... Hier war doch noch ein Dings, ne? Wenn wir hier nach rechts, nach links weitergehen. Ich meine, hier sei noch etwas gewesen. Da ist sie.
Den Tee haben wir allerdings noch nicht. Ich glaube, hier war noch irgendwas. Aber was machen wir hier mit den Krähen? Gar nichts mehr, ne? Wir haben sie uns noch ansehen können. Und fertig. Kann ich dich verscheuchen hier? Nein. Oh, warte, da ist noch was. Was ist das? Was für ein wunderschöner Kokon. Und unversehrt. Der kommt gleich ins Tagebuch. Ja, okay. Na gut. Wir haben noch was fürs Tagebuch gefunden. Cool. Hier drin bin ich mir nicht sicher, aber hier ist etwas, ne? Ja, genau. So, hier kommen wir ran. Warte mal. Na, Treffsicherheit ist nicht so. Weg damit. Jawohl. Zack. Katsching. Yes. Das war nicht schlecht, Tore. Okay. Wir kommen weiter. Die Berge mit den Wölfen. Alles klar. Okay, hier sehen wir uns um, aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis gleich. Tschüss.